Das ist die letzte weiße Wand, die ich in meinem Zimmer habe. Und heute wird sich das auch noch ändern. Das ist die Wand neben meinem Schrank. Und ich glaube, wenn man da noch so einen kleinen Akzent hin macht, wird das richtig cool aussehen. Ich wollte so ein Schachbrettmuster und dafür habe ich dann alles so abgetaped. Mit so Kreppband einfach. Und ey, das hat echt deutlich länger gedauert, als ich dachte. Es ist eigentlich immer so, wenn ich meine Wände bemale. Ich unterschätze es wirklich jedes einzelne Mal. Dann habe ich auf jeden Fall noch mit dem Cutter die Ecken ausgeschnitten und dann alles mit Weiß grundiert. Und dann mit Rosa. Wer hätte es gedacht? Ich bin schon so gespannt, wie das aussieht, wenn ich das Tape abziehe.